Die Wirbelsäule wird eingeteilt in Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und das Sacrum. Die HWS-Verletzungen werden nach eigenen Klassifikationen unterschieden. Für die übrige Wirbelsäule gilt die AO-Klassifikation. Aufgrund ihrer Gemeinsamkeit soll im Folgenden zunächst die Frakturen der BWS und LWS dargestellt werden. Zum Verständnis der Verletzung ist es hilfreich, sich zunächst die anatomischen Grundlagen zu vergegenwärtigen. Hierbei ist es wichtig, das Bewegungssegment zu berücksichtigen. Dieses besteht aus dem vorderen und hinteren Längsband, dem Dornspitzenband, dem Zwischendornfortsatzband und dem Ligamentum flavum sowie der Bandscheibe. Die häufigsten Frakturen der Wirbelsäule treten im thoracolumbalen Übergang von T10, T11, T12 bis L1, L2 auf. Der häufigste Verletzungsmechanismus liegt in entweder einem Hochrasanstrauma, Sturz aus großer Höhe, direktes Anpralltrauma oder bei osteoporotischen Frakturen. Zur Beurteilung der Stabilität von Wirbelsäulenverletzungen hat sich das Drei-Säulen-Modell nach Dennis bewährt. Dies besteht aus der vorderen Säule, die vorderen zwei Drittel des Wirbelkörpers sowie des Annulus fibrosus und des vorderen Längsbandes, der mittleren Säule, bestehend aus dem hinteren Drittel der Wirbelkörper, der Bogenwurzel und dem hinteren Längsband, sowie der hinteren Säule, dem Wirbelbogen, der Gelenke und der intraartikulären Bänder. Liegt eine Verletzung von mindestens zwei Säulen vor, gilt die Verletzung als instabil. So, grüß Sie, Dr. Huber ist mein Name. Grüß Sie. Ich bin der diensthabende Unfallchirurg. Erzählen Sie, was ist Ihnen passiert? Ich bin vom Apfelbaum gefallen. Die Katze von der Nachbarin ist nach wieder. Die ist immer hinter den Vögeln her und dann kommt es wieder nicht mehr runter und man ist den ganzen Tag rum. Und dann bin ich halt nach und sonst war ich da recht sicher, aber dann bin ich runtergefallen und abgerutscht, weil ich die falschen Schuhe angehabt habe. Laufen hintern und das tut so weh. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt nicht, okay. Tut Ihnen außer dem Rücken noch was weh? Ja. Okay. Aber das ist schon schrecklich. Sind Sie auch auf den Kopf gestürzt oder? Nein, auf den Hintern. Und sind richtig am Gesäß gelandet? Ja, so ein bisschen da auf dem Rücken. Ja. Okay. Wie hoch waren das? Was würden Sie schätzen? So 2,5 Meter was. 2,5 Meter ungefähr. Okay. Ja. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente, Herr Vogel? Nein, nein. Okay. Wie alt sind Sie denn? 59. 59. Okay. Haben Sie ein Gefühl in den Beinen? Ja, ja. Bewegen geht so? Ja, ich habe es jetzt fast bisher. Dann würde ich Sie jetzt mal untersuchen. Schauen wir uns mal die Beine und den Rücken an. Werden wir ein Röntgenbild machen und dann schauen wir weiter, Schritt für Schritt. Ja? Für Wirbelsäulenverletzungen ist die Anamnese ganz wesentlich. Die klinische Untersuchung sollte durch Inspektion und Palpation erfolgen. Funktionstestungen sind nur gestattet, solange radiologisch Frakturen ausgeschlossen werden konnten. Ganz wichtig ist die neurologische Untersuchung der Peripherie, um sicher zu sein, dass durch die Wirbelsäulenfrakturen keine Neurologieschäden ausgelöst wurden. Für die klinische Untersuchung von Wirbelsäulenverletzungen ist zum einen die Anamnese von großer Bedeutung. Die typische Klinik sind Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und potenzielle neurologische Ausfälle. Diese Grafik gibt die klinische Untersuchung der gesunden Wirbelsäulenbeweglichkeit wieder. Wichtig ist der Fingerbodenabstand und der segmentale Bewegungsumfang. Dieser kann für die Lendenwirbelsäule mit dem Schober-Test und für die Brustwirbelsäule mit dem Ott-Test quantifiziert werden. Die normale Wirbelsäulenbeweglichkeit ist in der Lateralflexion 40-0-40, in der Rotation 30-0-30 und in der Inklination-Reklination ca. 250. Die klinisch-neurologische Untersuchung ist von größter Bedeutung bei allen Wirbelsäulenfrakturen. Diese besteht aus einmal der Testung der Sensibilität entsprechend
der neurologischen Kennlinien und aus der Testung der Kraft. Hierbei ist der Kraftgrad von 0, steht für vollständiger Funktionsausfall, bis 5, Bewegung gegen maximalen Widerstand, quantitativ festzulegen. Für die klinische neurologische Untersuchung ist die Kenntnis der Kennreflexe notwendig. Hierbei ist es so, dass die unterschiedliche Höhe der Verletzung den Ausfall von unterschiedlichen Verletzungen bedingen kann. Die klinisch-neurologische Untersuchung sollte potenzielle Ausfälle entlang der typischen Dermatome dokumentieren. Für die klinisch-neurologische Untersuchung ist es von größter Wichtigkeit, immer Blasen- und Mastdarmstörungen auszuschließen. Wichtig ist es, gezielt nach einer Reithosenanästhesie zu fahnden. Jetzt können Sie die Beine ein bisschen ausstrecken. Deck sie mal auf. Ja, es tut halt am Rücken dann weh. Probieren Sie mal. Na gut, das geht. Machen Sie mal die Augen zu. Spüren Sie das, wenn ich Sie hier berühre? Ja. Okay. Hier? Ja. Hier? Ja. Hier? Ja. Auf der Seite? Spüren Sie? Ja. Hier? Okay, jetzt prüfen wir mal die Beweglichkeit. Ziehen Sie mal bitte die große Zehe zum Gesicht hoch. Okay, das geht sehr gut. Auf der anderen Seite. Das ist intakt. Und jetzt den Fuß nach unten drücken, gegen meinen Widerstand. Das ist gut. Hier auch. Das tut weh. Okay. Nach oben ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Okay. Das ist in Ordnung. Nach unten drücken, nicht wegdrücken. Okay. Gleich vorbei. Einmal das Knie Richtung Decke. Okay, reicht auch. Gleiche auf der Seite. Gut. Beim Wasserlasten waren Sie wahrscheinlich noch nicht, oder? Seit dem Unfall? Okay, das müssen wir dann nochmal extra anschauen. Jetzt darf ich mal Ihren Bauch untersuchen. Tut Ihnen hier am Bauch was weh? Am Rücken tut's weh. Ich darf hier nochmal schauen am Brustkorb. Also der Rücken ist es, ja? Nochmal den Puls fühlen. Blutdruck war in Ordnung, die Schwestern haben das dort gemessen. Zugang werden wir legen, dass sie ein bisschen Schmerzmittel kriegen. Dann brauchen wir ein Röntgen und einen Ultraschall. Und dann besprechen wir, wie es weitergeht. Ja? Können Sie sich noch kurz aufsetzen? Ich möchte noch einmal kurz den Rücken untersuchen von hinten. Ich helfe Ihnen ein bisschen. So nach oben, wunderbar. Zunächst, wenn Sie mir mal mit dem Finger zeigen, wo tut es denn am meisten weh? Hier ungefähr, alles klar. Gut, jetzt taste ich mal hier am Becken. Das ist Höhe L4. Wenn ich hier drücke, hier, da tut es am meisten weh. Da wird es schwächer. Hier, da tut es am meisten weh. Okay. Ich darf mal ein bisschen klopfen. Tut ihm da was weh? Nicht so, okay. Dann können Sie sich wieder langsam zurückdrehen. Dann machen wir den Ultraschall. So zur Seite. Erstmal so hin und die Beine hoch. So, Herr Vogel, jetzt werden wir noch einen Ultraschall von Ihrem Bauch machen. Aber das ist in Ordnung. Keine Herzbeuteltamponade, da ging es Ihnen noch nicht so gut, sage ich mal. Dann schauen wir einmal hier in den Leber. Unten. Okay. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir Richtung Milz. Da müssen Sie mal bitte tief einatmen und so bleiben. Jetzt ist es mal ein bisschen schwerer zu sehen. Okay, da sieht man sie aber gut. Keine freie Flüssigkeit speichern. Und jetzt schauen wir noch hier nach unten. Da ist die Blase voll. Das steht Ihnen zu. Aber auch hier. Keine freie Flüssigkeit, okay. Also im Bauch ist zum Glück nichts verletzt. Gell? Also jetzt machen wir das Röntgen und dann schauen wir weiter, Herr Vogel. Gell? Wir sehen uns gleich. Okay. Zur Identifikation der optimalen Therapie hat sich die Klassifikation nach Magal bewährt. Diese berücksichtigt den primären Verletzungsmechanismus. Dabei sind Typ-A-Verletzungen
Kompressionsverletzungen. Bei Typ B-Verletzungen treten Kompressions-Distraktionskräfte auf. Und Typ C-Verletzungen sind von zusätzlichen Rotationsbewegungen betroffen. Typ A-Verletzungen sind gekennzeichnet durch axiale Kräfte bei intakten dorsalen Bandstrukturen. A1-Brüche sind ohne Hinterkantenbeteiligung. A2-Brüche sind Spaltbrüche in Sagittal- oder Frontalebene und A3 sind Berstungsbrüche mit Zertrümmerung des Wirbelkörpers. Diese sind oft instabil mit neurologischer Begleitsymptomatik durch Rückenmarkskompression. Diese Grafiken zeigen Typ A-Verletzungen auf der linken Seite, die Typ A1 mit Impaktion, in der Mitte die Typ A2 mit Spaltbildung und rechts die Typ A3 mit Berstung des Wirbelkörpers. Typ B-Verletzungen sind charakterisiert durch Verletzung der vorderen und hinteren Wirbelelemente. B1 bezeichnet dabei eine Zerreißung der Intervertebralgelenke, B2 eine Zerreißung durch den Wirbelbogen und B3 eine ventrale Zerreißung der Bandscheibe. Diese Grafik zeigt auf der linken Seite die B1-Verletzung mit dorsaler Bandzerreißung, in der Mitte die B2-Verletzung bei dorsal-knöcherner Zerreißung und auf der rechten Seite die B3-Verletzung mit Zerreißung der Bandscheibe. Diese Kernspintomographie zeigt eine typische B-Verletzung der Wirbelsäule mit Zerreißung sowohl der ventralen wie dorsalen Strukturen. Diese Computertomographie zeigt die Beteiligung der Hinterkante. Klar ist, dass so eine Verletzung mit einer Gefahr für das Rückenmark einhergeht. Dieses kann durch die knöchernen Strukturen eingeengt werden. Typ C-Verletzungen sind charakterisiert durch Verletzungen der vorderen und hinteren Wirbelelemente mit zusätzlicher Rotationskomponente. Diese Verletzungen sind meistens instabil und haben eine hohe Rate an neurologischen Komplikationen. Diese Grafik zeigt auf der linken Seite eine Typ C1-Verletzung. Diese setzt sich zusammen aus einer Typ A-Fraktur mit zusätzlicher Rotation. In der Mitte ist eine Typ C2-Verletzung zu erkennen. Diese setzt sich zusammen aus einer B-Verletzung mit zusätzlicher Rotation. Und auf der rechten Seite ist eine C3-Verletzung abgebildet. Diese bezeichnet eine zusätzliche Rotation und Scherung der Wirbelsäule. Klar ist, dass diese Verletzungen hochgradig instabil sind. Diese Computertomographien zeigen beispielhaft die operative Versorgung von instabilen Wirbelverletzungen. Die operative Versorgung sieht sowohl eine dorsale wie eine ventrale Stabilisierung entsprechend dem Drei-Säulen-Modell vor. So, Herr Vogel, Sie waren jetzt im Röntgen und auch noch im CT. Ich habe Ihnen mal die wichtigsten Bilder ausgedruckt, damit ich Ihnen erklären kann, gell, was Sie sich für eine Verletzung zugezogen haben. Und zwar, Sie haben sich den ersten Lendenwirbelkörper gebrochen. Mhm. Das war ganz ordentlich. Da ist auch ein bisschen ein Knick drin. Das ist etwas, was man operieren muss im Verlauf. Ja. Aber das Rückenmark ist nicht beteiligt. Mal das Glück im Unglück. Sehen Sie es? Ja. Sie sehen jetzt hier das Röntgenbild von der Lendenwirbelsäule von der Seite betrachtet. Sie sehen hier der fünfte, vierte, dritte, zweite Lendenwirbelkörper und der erste ist hier gebrochen im Sinne einer Berstung und im Sinne einer Höhenminderung. Sie sehen, der ist hier so keilförmig verformt, hat nicht mehr die Höhe wie die angrenzenden Wirbelkörper. Ja. Die haben die normale Höhe und der ist einfach richtig eingedrückt. Wir nennen das, das ist ein Kompressionsbruch, ein Typ A-Bruch. Wenn Sie da eben auf dem Gesäß landen, das ist ein ganz typischer Verletzungsmechanismus. Das gleiche sieht man hier. Das ist das gleiche in der Ansicht von vorne, wenn man so drauf schaut. Sie sehen auch hier, dass der im Vergleich zu den angrenzenden Wirbelkörpern höhengemindert ist, nennen wir das. Im CT bestätigt sich das Ganze, da sieht man nochmal richtig, wie das eingedrückt ist. Und ich zeige Ihnen hier noch einen Schnitt durch den gebrochenen Lendenwirbelkörper. Da sehen wir jetzt hier richtig zerborsten. Aber die gute Nachricht, hier hinten ist Ihr Rückenmarkskanal.
Und das sehen Sie, das ist frei, da ist genügend Platz. Also das ist das Gute dran. Für die optimale Therapie ist es wichtig, die Stabilität der Verletzung zu beurteilen. Hier empfiehlt es sich, nach der Einteilung von Magal die Verletzung zu klassifizieren. Typ A-Frakturen sind eher stabil, während B- und C-Frakturen eher instabil sind. Stabile Verletzungen können prinzipiell konservativ behandelt werden. So ist beispielsweise eine Verletzung ohne Beteiligung der Hinterkante als stabil einzuteilen. Die Therapie sieht dann die schmerzadaptierte Mobilisation vor. Optional kann ein Korsett verschrieben werden. Potenziell instabile Verletzungen sollten operativ stabilisiert werden. Hierfür steht für die dorsale Stabilisierung der Fixateur intern zur Verfügung. Liegt eine zusätzliche ventrale Instabilität vor, so kann diese mittels Platte, Cage oder Span versorgt werden. Bei einer Kompression des Rückenmarks sollte zusätzlich eine Laminektomie erfolgen. Osteoporotische Frakturen können mittels Vertebro- oder Kyphoplastie versorgt werden. Die dorsale Stabilisierung mittels Fixateur intern sieht die Aufrichtung und Stabilisierung des betroffenen Abschnitts vor. Indikationen sind entsprechend instabile Brüche der Wirbelsäule. Dieses Foto zeigt eine typische dorsale Stabilisierung mit Pedikelschrauben, die durch Stangen verbunden sind. Die ventrale Stabilisierung besteht in der Rekonstruktion der vorderen Säule. Dies kann erfolgen entweder mit einem Knochenspan, einem starren Cage oder heutzutage mittels expandierbarer Cages. Indikation ist die Zerstörung des ventralen Pfeilers. Diese Röntgenbilder zeigen die typische Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur nach dorsaler Stabilisierung und zusätzlicher ventraler Stabilisierung mittels Cage. Bei einer Einengung des Wirbelkanals durch knöcherne Fragmente sollte die Laminektomie erfolgen. Diese Grafik zeigt, wo die Knochenspangen am hinteren Bogen entfernt werden. Die Vertebroplastie ist das Einbringen von Zement in den Wirbelkörper unter radiologischer Kontrolle. Kyphoplastie bedeutet, dass der Zement in einen vorher geschaffenen Raum eingebracht wird. Heutzutage wird praktisch nur noch die Kyphoplastie angewendet. Indikationen sind die schmerzhafte osteoporotische Fraktur nach Versagen der konservativen Therapie. Lassen Sie mich zusammenfassen. Typ A-Verletzungen lassen sich entweder konservativ oder mittels dorsaler Stabilisierung versorgen. Typ B-Verletzungen erfordern häufig die dorsale und dorsoventrale Stabilisierung und Typ C-Verletzungen immer die dorsoventrale Kombinationsversorgung. Jetzt zeige ich Ihnen, was wir Ihnen empfehlen würden an Operation. Man muss dafür sorgen, dass dieser Bruch nicht in dieser Keilstellung abheilt, sondern dass er aufgerichtet wird und mit der richtigen Höhe abheilt. Und da kann man hier von hinten, also von rückenwärts, so ein spezielles Gestänge, sage ich, einbringen, ein Fixateur intern nennen wir das, mit dem man den Bruch wieder gut aufrichten kann und in dieser Stellung halten kann. Und wird es dann wieder wirklich heilen? Und nach 8, 9, 10 Monaten, je nachdem, kann man das wieder entfernen und dann kann man das Segment wieder freigeben. Das ist das, was wir empfehlen würden. Wir planen das Ganze für morgen und ich komme nachher nochmal vorbei bei Ihnen. Okay, Herr Vogel, wir sehen uns dann. Ja? Bis gleich. Wiederschauen. HWS-Verletzungen. Diese Grafik wiederholt die anatomischen Grundlagen der oberen Halswirbelsäule. Links oben ist der erste Halswirbel, der Atlas, und links unten der zweite Halswirbel, der Axis, zu erkennen. Wichtig ist, das Ligamentum transversum, welches den Dens Axis nach hinten stabilisiert und ihn so in seiner Position hält. Typischer Unfallmechanismus ist die Anprallverletzung des Schädels, wie sie beispielsweise bei einem Kopfsprung ins zu flache Wasser auftritt. Bei Hochrasanz-Pkw-Unfällen kann es auch zu Beschleunigungsverletzungen kommen. Bei Verletzungen der oberen Halswirbelsäule werden atlanto-okzipitale und atlanto-axiale Dissoziationen unterschieden. Darüber hinaus unterscheidet man Atlas-, Dens-Frakturen und traumatische Spondylolisthese.
Instabile Atlasfrakturen sind kombinierte Verletzungen der vorderen und hinteren Ringstruktur mit Ruptur des Ligamentum transversum. Der Mechanismus ist typischerweise die axiale Kompression. Die Therapie von Atlasfrakturen hängt von der Instabilität ab. Ist die Verletzung stabil, kann sie konservativ therapiert werden. Alle instabilen Verletzungen sollten operativ versorgt werden. Die häufigste Fraktur der oberen Halswirbelsäule ist die Fraktur des C2. Diese unterscheidet sich in Dens-Fraktur und Wirbelbogenfraktur. Die Einteilung der Dens-Fraktur erfolgt nach Anderson und D'Alonso. Typ 1 Frakturen sind Spitzenfrakturen, Typ 2 sind Dens-Halsfrakturen und Typ 3 sind Dens-Korpusfrakturen. Diese Computertomographie zeigt eine Typ 3 Verletzung des zweiten Wirbelkörpers. Auf der rechten Seite ist die operative Stabilisierung abgebildet. Diese Computertomographie zeigt eine Typ 2 Dens-Fraktur. Die unteren Bilder zeigen die operative Versorgung mittels ventraler Schraubenosteosynthese. Typ 1 und Typ 3 stabile Verletzungen können prinzipiell konservativ versorgt werden. Typ 2 und instabile Typ 3 Verletzungen müssen operativ stabilisiert werden. Die Hangman's Fracture ist eine Sonderform der C2-C3 Verletzung. Diese wird eingeteilt nach Effendi und bezeichnet den Grad der Dislokation. Bei Typ 1 kommt es zur traumatischen Spondylolisthese ohne Dislokation. Typ 2 sieht eine Dislokation ohne deutliche Abscherung des hinteren Fragments vor und Typ 3 ist eine deutliche Dislokation mit Abscherung des hinteren Fragments. Diese Röntgenaufnahme zeigt auf der linken Seite die typische Versorgung einer Hangman's Fracture mittels Plattenosteosynthese. Auf der rechten Seite sind typische Platzierungen von Schraubenosteosynthesen skizziert. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Wirbelsäulenverletzungen häufig sind. Wichtig ist auszuschließen, ob neurologische Ausfallerscheinungen vorliegen. Die optimale Therapie ergibt sich aus der Bestimmung der Stabilität. Stabile A-Verletzungen können konservativ, instabile B- und C-Verletzungen operativ versorgt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.